So, hier ist euer Abakel und ich habe gerade die Aufnahmetaste gedrückt, weil ich caste zum allerersten Mal als StarCraft 2 Spiel und zwar von mir selber gegen drei meiner Teamkollegen, beziehungsweise ein 2 gegen 2. Das bin auch ich, der da schreibe. Da hieß ich noch Egidius, heute heiße ich anders. Ich spiele zusammen mit dem Simple als Terraner und ich bin der Orange Protoss. Ich spiele gegen den, was ist das, Lila? Gegen den lilanen Cory Darkness. Und den blauen Pyve Terraner. So, da sehen wir, da sah ich schon hier, spreche ich mit, spreche mit meinem Teamkollegen ab, was für eine Taktik wir eigentlich nehmen. Und da fange ich schon an zu scouten. Weil wir waren natürlich alle im Skype da zu dem Zampel drin und eine Pylone! Eine Pipi-Pylone! Und seht euch mal diese APMs an, das ist ja absolut grauenhaft. Grauenhaft. Und das hier ist noch zu Zeiten des Patches 1.1.3, glaube ich, also schon etwas her. Und das sieht hier ziemlich standardmäßig aus. Die Gap wird zugemacht. Natürlich als Zerg natürlich ein bisschen schlecht. Aber auch hier bei Pyve wird das Ganze zugemacht. Beziehungsweise hoffen, dass das hier zugemacht wird. Na, na, was macht die Drohne? Na, der WWF. Da wird die Baracke hingebaut. Und bei mir ebenfalls ganz standardmäßig der Warp-Knoten. Und ich weiß gerade gar nicht, wie man diese. Wie versteckt man diese Leiste denn? Komisch, seltsam. Naja, wir sind jetzt da, das Poloch juckt. Und ich kann's vergessen, dass wir so ein Blödsinn geschrieben haben. Da kommt doch schon früh ein Assimilator. Und der Just Jones ist nur ein Observer, ein Zuschauer, der sich das Ganze angeschaut hat. Wir waren alle fünf zusammen im Skype, deswegen kann man natürlich dann schlecht Taktiken über Skype absprechen, sondern man musste sich das natürlich schreiben. Hier, der Simple macht auch die Gap zu. Dann mein Warp-Knoten wird fertig. Und ganz standardmäßiges Play, würde ich sagen. Was macht der Cory Darkness? Cory Darkness kommt schon mit Zerglingen raus. Und die Säglinge laufen zu uns. Zu mir. Zu mir und meinem. Zu mir und Simple. Und da ist die Gap zu, das ist gut. Meine Gap ist weniger zu, das ist nicht so gut. Da kommt meine Drohne und sieht, dass die ganzen Säglinge auf mich zurennen. Und wir schauen, wo werden die Säglinge als erstes hinkommen? Die Säglinge kommen natürlich zuerst zu mir hin. Und ich in meiner grenzenlosen. Imbarkeit macht die Gap natürlich weniger zu und da rennen die Särklinge in meine Minerallinie und da geht der Kampf schon los und natürlich werden die Drohnen abgezogen und ja, Protoss-Drohnen rocken Särklinge natürlich ungemein und zack, das war es dann schon. Bums. Bums, bums, bums. Während meine Berserker unten einfach rumhocken, weil ich habe die einfach mal nicht hochgezogen, weil die Drohnen, die Imba-Drohnen, die Imba-Sonden einfach mal die so kaputt gemacht haben, so zerstört haben. Wir haben hier schon ein paar Marines, eine Factory steht auch schon, der Raumhafen ist auch schon da. Und ich glaube, ich habe hier gerade einen Scouting-Versuch von mir verpasst. Ich glaube, meine Sonde ist nämlich gerade hier reingeflutscht, wo das Depot gerade unten war. Was macht der Zerg? Der Zerg an sich hat einen ganzen Haufen Zerglinge bei sich. Und ich habe auf meinem Tisch hier vor mir stehen, habe ich Kaffee. Und das ist gut. Und da ist schon eine Königin. Und der Creep Highway ist natürlich noch ein bisschen, naja, weniger, würde ich sagen. Da kommen schon die nächste Welle von Zerglingen an. Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht vorbereitet wären. Hier haben wir ein ganzes Paar von Marines. Da wird auch schon das Tech-Labor rangebaut. Da kommt noch ein zweiter Raumhafen. Ich chille in meiner Basis fröhlich rum, mache relativ wenig. Und dann kommt schon der dritte Warp-Knoten. Ja, klassisches Foregate. Naja, weniger, ne? Ja, da sehen die Zerglinge. Hier gibt es kein Reinkommen. Rennen aber trotzdem hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und ich habe den Berserker natürlich auf Position halten gestellt. Damit er nicht weggezogen wird, wie bescheuert. Hier natürlich dann, ja, gut. Am Abbauen. Der zweite Raumhafen ist fast fertig. Wir sehen der Food Count. Nein, es ist kein Food. Es ist Supply. Es ist Versorgung, weil man kann es nicht essen. Man kann das nicht essen, es ist Versorgung, es ist einfach da. Und da ist schon die Expansion. Und ja, der Zerg hat schon expandiert, während wir erst noch dran denken. Da wird schon die zweite Kommandozentrale vom Pyve gebaut. Ja, wir denken erst gar nicht dran, also Simple und ich denken erst gar nicht dran zu expandieren. Nein, wir bleiben noch ein bisschen in unseren Basen hocken, weil es einfach so schön ist. Hier kommen noch schon ein ganzer Haufen von Marines raus.
Unterstützt von keinen Särklingen. Die Brutstätte wird gerade hochgebaut. In ein Lager, in Bau, genau, Bau. Ich muss das ein bisschen vom Englischen ins Deutsche, weil wenn man viele englische Replays guckt, dann hat man natürlich die englischen Begriffe drin. Aber, naja. Da werden die Larven drauf geboostet. Ich pumpe fröhlich, na gut, pumpen kann man das natürlich nicht jetzt nennen, aber ich habe meinen ersten Hetzer da. Ein Hetzer und drei Bersis. Und das ist auch schon alles, was wir hier auf dem Feld haben. Fünf Marines, drei Berserker, einen Stalker gegen elf Marines und sechs Erklinge und eine Königin, obwohl die Königin sowieso noch in der Basis hockt und nichts macht. Hier ist die Expansion. Macht bisher gar nichts mit den Larven. Ja, was haben wir uns gedacht, was für ein Bild wir machen? Wir haben einfach gedacht, wir machen einfach mal lustig, lustig, tralala. Ich date schon ab. Und hier ist auch schon der Belagerungspanzer draußen und Marines werden fröhlich, fröhlich rausgeholt. Aus dem Bau rausgeholt. Rausgeholt. Wir produzieren hier fröhlich Marines und da kommen auch schon die Vikings raus. Da kommt der Schößling, weil die verhassten Mutalisken. Die verhassten, hassten Muskelisten. Boah, wie hasse ich Mutalisken? Da wird das Waffenlager produziert schon. Da kommt das erste, die ersten zwei Vikings schon rausgeflogen. In kluger Voraussicht, wenn ein Zerg nämlich schon lange nichts mehr macht. Kann es natürlich gut sein, dass Mutalisken hier immer schon fleißig kommen. Hier sind schon Zerglinge und Marines auf dem Weg zu uns, in die Heimatbasis hinein. Ich habe schon eine Proxy-Pylone hier unten hingebastelt, damit ich gleich meine Einheiten da schön reinwarpen kann. Aber ich glaube nicht, dass diese Pylone lange überlebt, oder? Nein, sie drehen vorher ab. Sie drehen vorher ab. Denn es ist ein Angriff und da komme ich auch schon und wir laufen fröhlich hier la 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 einfach aneinander vorbei. Das ist natürlich auch schön, das haben wir jetzt natürlich gesehen und ziehen uns wieder in unsere Basis zurück. Ich gehe natürlich in den offenen Kampf und da geht das Ganze nämlich schon los. Die Marines kommen auf der anderen Seite und die Säcklinge kommen auf der anderen Seite schon alle hier hin. Und es sieht aber gut aus, es sieht sehr gut aus für uns. Zack, alles vernichtet. Protoss, die Imba-Einheiten. Ich setze natürlich ein bisschen mehr auf Berserker. Und der Simple sitzt so rum und macht weniger. Dafür habe ich jetzt schon hier den Angriffs, die Angr den, den Angriffsspaß schon gesetzt. Und wir sammeln uns hier. Da werden dann ganzen Haufen Marines gesammelt. Wir gehen natürlich jetzt angreifen mit Berserkern, mit Marines, mit Stalkern und noch mehr Berserkern. Und wie man sieht, baue ich im Moment gar nichts. Aber der Zerg natürlich auch nicht so viel. Ja, das sieht man. Das ist Bronze-Level-Play und das sieht man nicht selten. Beziehungsweise sieht man eigentlich schon selten. Aber sieht man eigentlich öfter schon bei uns. Was macht Pive? Pive sitzt fröhlich in seiner Basis rum und spielt SimCity. Und wir schreiten hier fröhlich zum Angriff. Da kommt die Queen. Und da sind auch schon die Mutalisken. Das war schon mal die Ultralisken. Aber na, natürlich haben so ein nur zwei, drei Mutalisken natürlich keine Chance gegen so ein ganzes Paar von Stalkern. Da werden natürlich fröhlich die Overlords erstmal schön zerballert. Um den Supply Block, während die Berserker fröhlich in der Mineralienlinie aufräumen. Und das sieht nicht gut aus für Cory Darkness und wird einfach mal platt gemacht. Zack, während Pive mit seinen paar Marines hier unten rumlungert und weiter SimCity spielt. Es werden natürlich weiter Marines hier produziert, fröhlich und fleißig und friedlich. Und wie man sieht, baue ich jetzt wieder eine Drohne. Ich baue wenigstens eine Sonde. Wenigstens eine Sonde baue ich. Simple baut einfach auch mal nichts. Und ich habe jetzt Zirkel des Zwielichts, baue ich jetzt hoch. Walker jetzt sind mittlerweile auch alle da. Da eine Pylone, da ein Zirkel des Zwielichts, weil Zirkel des Zwielichts natürlich dann super für Blink und für das Berserker anstürmen, was zwei super gute Updates sind. Werden schon Verstärkungen reingewarpt. Pive verbuddelt sich weiter in seiner Basis und sammelt hier eine Armee von WBFs. Während wir uns hier zum Angriff weiterziehen. Ich habe natürlich gedacht, wo ist hier die Expansion hin? Das kann natürlich nicht sein. Deswegen stehe ich erstmal da so ein bisschen doof in der Gegend rum. Aber da ist ja auch der Pive, den man wunderschön angreifen kann. Und die Kommandozentrale hebt ab und versucht noch zu kommen. Allerdings weiß ich nicht, ob es wirklich klappt, weil einen ganzen Haufen von Marines und Stalkern hier drauf einballern. Gleich wird es rot, gleich wird es rot. Da ist er rot, da ist er rot. Da kommen auch schon die Reparatur-WBFs angeflogen. Und zu diesem Zeitpunkt lassen wir einfach mal ziehen und greifen den Haupteingang an. Während auf der anderen Seite der Basis einfach mal der Map einfach wenig passiert.
Wir haben natürlich völlig ignoriert, dass hier oben der Cori Darkness sich wieder schön aufbaut, weil diese Expansion ja schon natürlich schon vorher lange eingetroffen ist. Aber wir wollen den Kampf natürlich nicht verpassen. Da werden sogar die Vikings gelandet, um hier irgendwas aufzuräumen. Aber wie wir alle wissen, sind Vikings auf dem Boden einfach mal totaler Mist, wenn sie einigermaßen vernünftigen gegnerischen Einheiten gegenüberstehen. Wie zum Beispiel hier diesen Stalkrun von mir. Zack, da sind auch schon alles weg. Da sind noch ein paar Marines und Marines. Schlagen sie natürlich nicht schlecht gegen diese Stalker. Und im Moment ist natürlich dann so, weil, wie man hier sieht, baue ich einfach mal nichts nach, außer jetzt 5 Hetzern werden reingeworbt hier. Was ich natürlich schon viel früher hätte machen müssen. Können, sollen. Und wir ziehen uns fröhlich zusammen. Hier werden schon die Banshees auf dem Feld rumgeflogen. Da steht ein Ballerungspanzer, der steht da einfach mal so rum. Genauso wie hier vorne auch einer rumsteht. Ich will weiter fröhlich. Ich will das besiegeln. Ich sehe natürlich, hey, was macht eine Särklinge? Also muss der Cori Darkness schon irgendwo auf der Map da sein. Und da kommen die blöden Hellions. Ich finde es ja ganz furchtbar. Das sind natürlich nicht die optimale Gegenkonter für Stalker. Das sieht man daran, dass die relativ schnell zerlegt werden. Und wir sind immer noch nicht auf den Trichter gekommen, dass hier oben noch eine Basis ist, wo sich Cori Darkness fröhlich aufbaut. Der Simple bleibt weiter in seiner Basis, baut Banshees auf. Und diese Banshees sammelt er. Und hier haben wir noch Vikings und noch mehr Banshees. Und wo sind die Banshees? Wo sind die Banshees? Mit den Banshees kann man natürlich wunderbar Harrison wunderbar in die Mineralienlinie fliegen. Und diese Mineralienlinie komplett zerdeppern. Was natürlich ein Problem darstellt, weil der gute Pipe hier fast gar kein Mineral mehr hat. Und jetzt kommt er auf die Idee, hey, ich könnte mal einen Raketentunnel hinbauen, um vielleicht eventuelle Drops zu vermeiden. Da werden nach Mools angefordert. Er hat natürlich dummerweise die Kommandozentrale einbüßen müssen. Deswegen baut er hier eine neue. Was natürlich 400 Mineralien kostet. Und die Mineralienfelder vor der Nase sind natürlich noch so gut wie nicht berührt. Hier oben, Cori Darkness baut sich fröhlich fleißig auf, hat hier Larven. Haufenweise. Wir ziehen unsere Armeen hier in der Mitte zusammen. Ich warpe fröhlich Stalker und Berserker rein. Was ich natürlich einen unschätzbaren Mix finde. Hier habe ich mittlerweile den Sturmangriff auch erforscht. Blink noch nicht. Was sehen wir hier? Wir sehen eine Banshee, wir sehen Vikings. Wir sehen weitere Banshees und Vikings. Wir sehen Raketentürme und Marines zum Bauen. Und ich baue eine Photonkanone. Ich weiß nicht wohin, aber ich baue sie. Weil ich langsam im Trichter komme, hey, man könnte ja irgendwie mal irgendwo Verteidigung hinbauen, wie zum Beispiel hier. Jetzt habe ich nämlich endlich mal expandiert und sichere das Ganze mit Photonkanonen. Simple hat auch expandiert, beziehungsweise ist gerade dabei. Ich habe hier schon wieder einen Haufen von Stalker und Berserkern zusammengerauft. Denke mir natürlich, wegen Särklinge, die ich vorher gesehen habe, da ist irgendwas nicht ganz im Argen. Bin natürlich absolut nicht auf die Idee gekommen, dass hier oben noch eine Expansion da ist. Beziehungsweise dachte eigentlich. Und hier verpassen wir gerade den Kampf. Und da sind die getarnten Banshees. Schalten natürlich die Raketentürme aus. Und wenn die Raketentürme ausgeschaltet sind, dann sind die Banshees natürlich dauernd unsichtbar aus. Das kommt natürlich das Scan. Er setzt natürlich mehr als genug Energie für einen Scan. Ein Scan natürlich 50 und hat gleich fast 100 Energie. Und dann müssen sich jedoch die Banshees zurückziehen, beziehungsweise werden komplett vernichtet. Währenddessen ich hier fröhlich rumsitze und nichts mache. Weil ich habe, glaube ich, auch gedacht, dass diese Basis hier, dass man hier nur per Drop hinkommt. Weil ich nicht gesehen habe, dass man hier fröhlich, fleißig hier einfach über den Landweg komme. Deswegen renne ich hier nochmal hin und denke mir dann, WTF, lol. Ist natürlich nicht mehr aufgebaut, weil der gute Cori Darkness sich natürlich hier oben auf seiner kleinen Insel hier, die aber eine Festlandanbindung hat, das ich jetzt natürlich auch weiß. Wo ich natürlich nicht in den Trichter komme. Die beiden lachen sich wahrscheinlich ins Fäustchen. Pipe hat mittlerweile wieder eine beachtliche Anzahl von Marines aufgesammelt. Das hier sind ein Riesenhaufen Marines. 3, 6, 8, 16, 24, ja, fast 30 Marines. Was natürlich eine beeindruckende Zahl ist, aber das Problem ist natürlich, da sind keine Medivacs dabei. Weshalb die Marines natürlich, wenn sie ihren Stim verwenden, schön gut geschädigt werden. Und da wird noch eine Kommandozentrale gebaut. Wo auch immer die andere gerade hin ist, ich glaube, den Kampf habe ich verpasst. Egal, ich bin ja noch nicht dabei, dass ich alles auf der Karte mitkriege, weil, ich glaube, mittlerweile habe ich die andere Basis auch schon wieder vernichtet. Ich glaube, Pipe ist total angepisst, dass selbst seine Kommandozentralen immer in Schutt und Asche geschossen werden. Er hat mittlerweile eine ganz beachtliche Force hier zusammen
zusammen sich gespart. Und wir sehen hier, simple, baut Nuklearraketen. Da werde ich gescannt. Natürlich nur meine Einheiten gescannt. Meine Einheiten gescannt, ja. Ich habe hier auch schon zwei Roboterfabriken. Und Roboterfabriken, das kann nur zwei Sachen eigentlich bedeuten. Nämlich entweder Unsterbliche oder Kolosse. Was natürlich, hier sieht man, zwei Unsterbliche schon drin. Mit den gehärteten Schilden, eine wunderbare Sache, um sich feindliches Feuer vom Leib zu halten. Und jetzt rühre ich gerade meinen Kaffee um. Aber diese gehärteten Schilde sind natürlich nur gut gegen Belagerungspanzer zum Beispiel, weil der eintreffende Schaden auf ein Maximum von 10 reduziert wird. Wenn das natürlich jetzt gegen eine große Zahl von Marines, wie es hier der Fall ist, die natürlich nur 6 Schaden machen, bringen diese gehärteten Schilde einfach mal gar nichts. Ich bin mir gerade unsicher, welchen Schaden die Vikings eigentlich machen. Ja, das ist natürlich nur der Luftschaden, 10 und 14, 10 bzw. 14 gegen gepanzert. Was natürlich ein bisschen, naja, nicht so super gut ist, weil ich natürlich gar nichts Fliegendes habe. Und hier haben wir die Kolosse im Bau und das Thermolanzen-Upgrade. Beim Simple wird die Tarnung erforscht. Und da ist schon der einzelne Ghost, der Ghost in seinem Privat-Medivac. Wir haben hier so gut dabei, Mineralien und alles Mögliche abzubauen. Das könnte ich natürlich auch noch hier irgendwie bewirtschaften, aber ich denke gar nicht daran. Mittlerweile, wir könnten hier einfach so reinmarschieren. Aber wir machen es natürlich nicht, weil keiner auf die Idee kommt, dass der gute Kurtak nicht hier oben sein kann. Er hat mittlerweile auch schon wieder ein Overseer gebaut. Hat, ja, zwei Mutalisken, was natürlich eigentlich allzu viel ist. Was bauen wir? Was baut Pyth? Pyth hat eine große Anzahl von Marines mit Vikings. Weil er natürlich denkt, irgendwann werden die Kolosse kommen. Und da hat er auch ganz recht. Irgendwann werden die Kolosse kommen. Oh, der einsame Ghost. Der einsame Wolf. Hier haben mittlerweile zwei Kolosse auf dem Feld. Die Produktion sieht gut aus. Wir schauen uns einfach mal die APM an. Und die APM sieht unterdurchschnittlich scheiße aus. Wenn man das einfach sagen darf. Da gebe ich den Angriffsping. Da, hast du was. Da fahre ich natürlich, hast du was. Wir schauen hier. Was hat er? Wir sehen hier bei Rot eine ganze Menge. Wir sehen ein Ghost. Wir sehen 5 Marines. Wir sehen 13, 18 Vikings. Wenn ich diese finden würde, würde ich es auch gerne sagen. Ah, haben wir die Vikings und Vikings. 18, sind das 18? Ich weiß es gerade nicht. Da sind auf jeden Fall 16, da, haufenweise Vikings. Haufenweise Vikings. Hier, haufenweise Mutalisken. Und ich verpasse einen Atomangriff. Hier, da kommt natürlich gleich der Nuklearanschlag. Natürlich. Weiß man natürlich, hey, ich habe da einen Riesenhaufen von Sachen rumstehen. Und hier kommt der Angriff. Hier sehen wir den Angriff. Die Berserker stürmen natürlich nach vorne, von hinten. Natürlich, die Kolosse da drauf am Feuern. Natürlich gegen natürlich Düster bis zum Mond, hat man natürlich gesagt, die Vikings fokussieren natürlich die Kolosse an, weil sie einfach gar kein anderes Ziel haben. Und schon ist der Pyth geschlagen. Die Berserker stürmen in die Basis rein, nehmen hier alles auseinander. Währenddessen, genau, habe ich hier nämlich meinen Angriff verpasst. Hier, der Corydactylus ist mit einem Riesen auf den Mutalisten reingeflogen. Sieht natürlich hier, oh scheiße, hier sind Photonkanonen. Und hier kommen die Vikings in weiser Voraussicht, wie durch Hellseherei. Die Vikings vertreiben die Mutalisken, die natürlich versuchen hier weiter in die Mineralienfelder zu fliegen, wo natürlich hier nicht mehr viel Mineralien abzubauen sind. Mutalisken relativ chancenlos gegen eine große Anzahl von Vikings. Mittlerweile räume ich hier unten auch wieder auf und räume gut auf. Und das sieht nicht gut aus für den guten Pfeif, weil hier mittlerweile alles zerlegt wird. Und wir sind immer noch auf die Idee gekommen, hier oben könnte ja noch was sein. Nein, das machen wir natürlich nicht. Mittlerweile ein Hydralistenbau, auch wieder am Start. Da die Säglinge strömen raus. Ah, ja, ist das schön. Mutalisken, nur noch zwei übrig von dem großen Balzen. Da kommt der Transfer von restlichen Sonden auf die neue Basis. Eine Riesenanzahl von Vikings wartet darauf, dass die Mutalisken kommen. Ich ströme natürlich wieder in die alte Basis hinein. Die Kolosse über die Klippen rüber. Ja, eine herrliche Einheit. Ich liebe Kolosse. Mittlerweile da wieder neu aufgebaut. Und ich trinke jetzt gerade mal einen Schluck Kaffee und sehe dieses Wunderwerk der Zerstörung an. Kaffee. Kaffee und Laserlanzen. Was gibt es Schöneres? Die Armee bewegt sich hier vor. Die Vikings, glaube ich, schweben immer noch hier. Da mittlerweile wieder ein paar Banshees am Start. Hier wird die Gold-Expansion genommen.
Pfeife hat sich hier unten neu aufgebaut und dann sagt der Kommandozentrale ist hier unten hingeflogen. Hat sich natürlich gedacht, hey, da kommen die niemals drauf, weil wir auch schon so blöd waren. Und haben die obere Expansion davon nicht gefunden. Aber damit hat es jetzt ein Ende. Die Hydralisken werden geröstet. In langen Laserlanzen werden sie geröstet. Da wird alles vernichtet, zerstört. Ja, das ist ein wunderschöner Anblick. Ein wunderschöner Anblick. Die APMs sind auf jeden Fall ein bisschen höher. Und naja, was heißt ein bisschen höher? Hüst. 0-0 und so. Cory Darkness wird hier geröstet. Pfeife ist schon geröstet. Er hat nichts mehr übrig. Und warum sehe ich hier einen roten Punkt auf der Karte, wenn du doch kannst? Doch, da steht der einsame Ghost. Pfeife natürlich hier unten noch die Expansion. Vikings überfliegen das Feld, suchen nach den letzten Überresten. Da Cory Darkness hat seine Basen hier aufgedeckt. Die letzte Kommandozentrale versucht, sich hier oben hinzuretten. Wo schon eine andere Kommandozentrale rumschwebt. Und ich glaube, sie machen eine Kommandozentralenparty. Die Vikings suchen das Feld ab. Die Gold-Expansion ist da. Cory Darkness hat schon das Spiel verlassen. Und es müsste gleich das GG kommen. Und hier ist das Spiel fertig. Ich und Simple gewonnen. Cory Darkness und Pfeife. Das war's. Das war ein schönes Spiel. 29 Minuten knapp. Ja, das war mein erstes gecastetes Spiel. Natürlich sinnlos irgendwie drauf hergelabert. Es war einfach nur eine Sache zum Ausprobieren. Ich werde vielleicht in naher Zukunft, ferner Zukunft, noch mehr Replays einfach mal hochladen, kommentieren. Und man sieht eine total abstruse Bauweise. Man hätte viel, viel mehr, viel schneller machen können. Aber was soll's? Was soll's? Hier sieht man noch. Ach nee, ist es ja gar nicht. Ah, das war noch zu Zeiten, wo die Void Rays noch das Geschwindigkeitsupgrade hatten. Ach, ich mag's Vikings. Vikings wie Lava fliegen. Das ist herrlich. Sieht das nicht herrlich aus. Na gut, das war ein Teamplay, ein Team-Match. 2 gegen 2. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Euer Abakel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.